Deutschland würden sehr gerne über Wissenschaft reden, wenn ihnen mal einer zuhören würde. Leider benutzen die aber zu viele Fremdworte, sie benutzen Nebensätze und sie gehen davon aus, dass der Zuhörer interessiert sein müsste, weil das ja eine kulturelle, ein kultureller Wert ist, zuzuhören und zu wissen. Aber die holen die Leute nicht da ab, wo die sind. Der normale Mensch interessiert sich einen Scheißdreck für Empirie, für Statistik, für Wahrheit. Der normale Mensch interessiert sich für Emotion, für Unterhaltung, für irgendwas anderes, für Essen, aber nicht für wie, welche Techniken benutze ich, um Wahres von Unwahrem auseinanderzuhalten. Das interessiert ja keinen. Also jeder Naturwissenschaftler oder sonstige Wissenschaftler, den ich kenne, hält gerne mal einen Vortrag über sein Thema, aber er kann sich halt leider nicht vernünftig ausdrücken in der Regel. Das ist das Problem. Du kannst in 10 Worten dein gesamtes Forschungsgebiet selbstverständlich nur auf der Nadelspitze beschreiben. Und dann, der nächste Schritt ist, du innerhalb von 3 Minuten beschreiben. Nach 3 Minuten kommt so ein kleines Mädchen und sagt, mir ist langweilig. Und das hat noch jeder geschafft. Man muss sich halt nur verdammt anstrengen. Es ist 1000-mal anstrengender, auf das Gegenüber einzugehen und dem wirklich das zu erklären, was er wissen will, anstatt zu erklären, was ich, seit ich 8 bin, mit meinem Chemiekasten gelernt habe und jetzt 60 Jahre später immer noch in meinem Chemielabor mache. Also es ist das Fehler, der Fehler des Erklärenden, dass er sich nicht erklären kann. Und man muss natürlich auch den Leuten nur das erklären, wonach sie fragen. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht hingehen auf dem Autobahnrastplatz und zu den Leuten sagen, hey, ich möchte mal gerne was über Weltwirtschaft erklären. Jetzt, wo wir 2 gerade hier stehen, geht's, weil gerade irgendwelche Probleme mit den Banken sind. Aber vor 2 Jahren hätte es vielleicht noch keinen Menschen interessiert, weil alle gesagt haben, natürlich aber lieber was über das Ozonloch wissen. Oder so. Da muss man halt auch raffen. Es geht nicht darum, was man selber macht. Es geht darum, was die Leute hören wollen. Die Themen gentechnisch veränderte Pflanzen und Stammzellen sind absolut nicht kompliziert zu erklären. Das ist gar kein gutes Beispiel. Was für die einzigen Themen, die schwierig zu erklären sind, sind Themen, die jenseits der Vorstellungskraft liegen, die überhaupt noch erfahrbar ist. Zum Beispiel eine Stammzelle, wo ist das Problem? Wie stelle ich die her? Ich nehme eine Eizelle, ich nehme meinetwegen den Zellkern raus, ich tue andere DNA rein. Was ist daran schwer zu erklären? Aber das Problem ist eher bei, sagen wir mal, Relativitätstheorie. Wie kann das sein, dass das Licht dieselbe Geschwindigkeit beibehält, wenn ich mich bewege oder nicht bewege? Das ist ein Problem, weil da kannst du denjenigen nicht mehr abholen, wo er ist. Weil dann sagt er, was? Das kann nicht sein. Und dann musst du erklären, ja doch, das ist aber trotzdem so. Und dann fangen die Probleme an. Aber alle Probleme, die als schwierig dargestellt werden, Atomkraft, Stammzellen, also die in Wirklichkeit nur ethisch scheinbar angeblich umstritten sind, die sind überhaupt nicht schwierig zu erklären. Die Leute eiern halt nur rum wie die Bekloppten, anstatt klare, deutliche Aussagen zu machen. Es ist auch so, dass bei vielen Leuten im Kopf zu viel durcheinander kommt. Der Physiker, der religiös ist. Der Stammzellforscher, der glaubt, er muss angepasste moralische Vorstellungen tradieren oder so. Das kann ja nicht funktionieren. Wie soll er das denn vernünftig erklären? Der muss sich natürlich geistig so frei machen, dass er sich überlegt, okay, welchen Teil möchte ich erklären? Den Teil von konservativen, nichts gegen konservative Vorstellungen, überhaupt nichts dagegen. Den Teil der konservativen Vorstellung oder den Teil der modernen technischen Entwicklung. Und ich kann jetzt nicht zu einem normalen Publikum hingehen und immer beides vermengen. Das kann ich im FAZ-Artikel oder im Zeitartikel, wo ich 2 Seiten habe, machen oder bei einer Veranstaltung, wo sowieso nur Leute mit Abi sitzen. Was machst du denn, wenn da nur noch Realschulabschlussmenschen sitzen, die, wie gesagt, es cool fanden, schlecht zu sein in allem, was sich der Objektivierung von Dingen bedient?